ein riesiger herzförmiger Lutscher, ein winziger geflügelter Milchshake, ein riesiger romantischer Oreo und ein großer Keks, der eure zukünftige Liebe vorhersagt. Schaut, wie wir leckere Snacks zubereiten. Rosi hat sich heute so viel Mühe gegeben. Diese Mini-Herzpfannkuchen wurden mit sehr viel Liebe hergestellt. Mischt ein Ei und eine halbe Tasse Zucker. Fügt eine halbe Tasse Pflanzenöl, eine Tasse Mehl und eine Tasse Milch hinzu. Mischt dann den Teig. Beschichtet die Bratpfanne mit etwas Pflanzenöl und formt mit einem Löffel herzförmige Pfannkuchen. Bratet sie dann auf beiden Seiten. Stapelt die Pfannkuchen, wenn sie fertig sind. Und dekoriert sie noch mit Beeren. Gießt Himbeersirup darüber. Rosi hat mit ihrem Freund geplaudert. Und hier kommt Rosis Bruder Ben. Was für süße kleine Herzen. Ben möchte sie probieren. Und er isst die ganze Portion. Arme Rosi. Sie kriegt einen Wutanfall. Wie konntest du mir das antun? Das verzeih ich dir nie. Der heilige Valentin selbst sah diesen Streit zwischen Geschwistern. Er will, dass jeder an diesem Tag glücklich ist. Er ruft Frau Gonzales an und bittet sie, den Geschwistern zu helfen. Sie stimmt sofort zu, da sie sowieso nichts zu tun hat. Und Ben und Rosi erscheinen plötzlich in der Küche von Frau Gonzales. Und wo kommen diese Flügel her? Zunächst möchte Frau Gonzales ihre lieben Gäste mit einem Sandkuchen überraschen. Wir brauchen eine ziemlich große Portion. Verrührt 150 Gramm weiche Butter und 2 Tassen Zucker. Fügt ein Ei hinzu. Etwas Milch. 2 Tassen Mehl. Und 1 Teelöffel Backpulver. Verrührt es dann. Und gießt 50 Milliliter heißes Wasser hinzu. Fügt 2 Esslöffel Kakaopulver hinzu und auch rote Lebensmittelfarbe. Breitet mit einem Spritzbeutel den Teig herzförmig auf Backpapier aus. Backt es 15 Minuten bei 150 Grad. Um die Creme herzustellen, verrühren wir 100 Gramm Schlagsahne und eine Vierteltasse Puderzucker. Fügt 200 Gramm Philadelphia Frischkäse hinzu. Verteilt die Creme über den fertigen Kuchen und bedeckt es mit einem zweiten Kuchen. Die Geschwister wollen am liebsten wegrennen. Aber dafür ist es zu spät. Hier, probiert dieses XXL-Herz. Wow, das schmeckt echt gut. Oh, schade. Es ist nichts mehr übrig. Lasst uns jetzt einen Backwettbewerb veranstalten. Frau Gonzales bittet die Geschwister, ein ungewöhnliches Dessert für sie zu machen. Denn die Zusammenarbeit bringt die beiden wieder zusammen. Es sieht so aus, als hätte Ben etwas Ungenießbares gemacht. Halt! Niemand soll Frau Gonzales Küche verlassen. Endlich ist der Nachtisch fertig. Schaut euch diese riesigen Glückskekse an. Verrührt 3 Eier. Und fügt eine Tasse Puderzucker hinzu. Verrührt es, bis es sehr cremig geworden ist. Und fügt 30 Gramm flüssige Butter hinzu. Sowie eine halbe Tasse Mehl. Mischt dann die Zutaten. Fügt Lebensmittelfarbe zu einem Teil der Mischung hinzu. Und verteilt die Mischung in kreisförmiger, dünner Schicht auf Backpapier. Backt es 5 bis 6 Minuten bei 200 Grad. Legt eine romantische Nachricht in den heißen Keks. Und faltet den Keks. Macht viele Kekse in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Zettelchen. Die Kekse sind bunt und knusprig. Gut gemacht! Frau Gonzales liest Bens Zettel.
Wie süß! Die Geschwister müssen lernen, zusammenzuarbeiten. Deshalb gibt Frau González ihnen eine neue Aufgabe. Auf die Plätze, fertig, los! Schmelzt weiße Schokolade in einen Ziplock und schneidet eine Ecke ab. Zeichnet ein gespiegeltes M&M-Logo auf die Unterseite einer herzförmigen Silikonbackform. Lasst es abkühlen. Schmelzt dann dunkle Schokolade. Gießt es in die Form und verteilt es gleichmäßig. Wenn die Schokolade ausgehärtet ist, entfernen wir sie dann. Füllt es mit M&Ms. Verteilt eine Schicht geschmolzene Schokolade auf einer Silikonmatte und macht einen Abdruck mit der Herzform. Schneidet die Schokolade ab, sobald sie abgekühlt ist. Und befestigt den Deckel mit mehr geschmolzener Schokolade. Die beiden haben ein XXL M&M für zwei gemacht. Es ist romantisch und schokoladig. Aber Rosi und Ben wollen nicht teilen. Sie streiten sich und haben jetzt viele bunte M&Ms. Ben und Rosi lernen von Miss González einen weiteren nützlichen Hack. Aber sie haben sich immer noch nicht vertragen. Damit Ben punkten kann, hat er einen süßen rosanen Milchshake gemacht. Schmelzt weiße Schokolade, formt ein Flügeldesign auf Backpapier und gießt den fertigen Milchshake in ein kleines Glas. Legt die ausgekühlten Schokoladenflügel hinein, dekoriert es noch mit Mini-Marshmallows und setzt Strohhalme ein. Ben gibt Miss González seinen engelhaften kleinen Milchshake. Sehr gut! Frau González kann einfach nicht widerstehen. Besonders, wenn ein Engel wie Ben es ihr gibt. Rosi ist sauer. Er ist so ein Schleimer. Sie will nach Hause gehen. Aber niemand lässt sie gehen. Hey, sei nicht traurig. Miss González hat ein paar Rice Krispies Leckereien zubereitet. Und da kann niemand widerstehen. Schmelzt 30 Gramm Butter, gebt Marshmallows dazu und schmelzt alles. Fügt die gleiche Menge Rice Krispies hinzu. Mischt alles zusammen und wartet, bis es etwas abgekühlt ist. Macht jetzt die Buchstaben X und O aus der warmen Masse. Bemalt einen Teil der Mischung mit Lebensmittelfarbe und macht die gleichen Buchstaben aus der rosanen und roten Mischung. Platziert die Buchstaben nebeneinander. Frau González bietet Rosi die Rice Krispies an. Und auch Ben, weil sie sich endlich mal vertragen sollen. Sie sollen zusammenarbeiten. Umarmungen und Küsse für alle. Jetzt essen wir die Buchstaben. Lecker! Wie von Zauberei ist Rosi plötzlich wieder zu Hause. Mit einem süßen Geschenk, damit sie Mrs. González nicht vergisst. Zieht zwei Paar Handschuhe an. Dicke Stoff- und Gummihandschuhe, damit ihr euch die Hände am Karamell nicht verbrennt. Mischt 3 Tassen Zucker, 200 Gramm Maissirup und 50 Milliliter Wasser. Kocht es bei mittlerer Hitze 10 Minuten. Fügt noch rote Lebensmittelfarbe hinzu. Gießt die Mischung auf eine Silikonmatte. Und verwendet einen Gummispatel, um ein Herz zu formen. Führt einen Spieß ein. Wickelt den abgekühlten Lutscher in Plastikfolie ein und bindet eine Schleife um. Ben ist auch zu Hause und er hält einen großen, herzförmigen Oreo-Keks. Fügt 5,5 Löffel Kakaopulver zu einer Tasse Mehl hinzu. Fügt dann 1 Teelöffel Sauerteig und 40 Gramm Vanillezucker hinzu. Mischt es dann. Mischt dann getrennt 10 Esslöffel Zucker und 150 Gramm weiche Butter. Fügt 2 Eier hinzu und auch Kakaopulver. Mischt den schokoladigen Teig. Teilt es in 2 Hälften und wickelt es in Frischhaltefolie ein. Lasst es 30 Minuten abkühlen. Mischt jetzt 50 Milliliter Milch, 50 Gramm Butter und 1 Tasse Puderzucker.
Mixt alles, um Zuckerguss zu erhalten. Fügt nach und nach Erdbeermarmelade und rosane Lebensmittelfarbe hinzu. Füllt dann ein Spritzbeutel mit der Creme und lasst es eine Stunde lang abkühlen. Drückt ein gespiegeltes Bild von einem herzförmigen Oreo aus. Legt ein Plastikblatt darauf und zeichnet das Design mit Heißkleber nach. Rollt den Teig aus und schneidet es entlang der Schablone aus. Legt den Teig jetzt auf das Backblech und macht einen Abdruck. Backt es jetzt 15 Minuten bei 180 Grad. Beschichtet den Keks mit dem rosanen Zuckerguss. Verziert es mit Streusel und Gummiherzen. Bedeckt es mit einem zweiten Keks. Was für ein Abenteuer! Mrs. Gonzales süße Geschenke sehen so lecker aus. Ben und Rosie verstehen endlich, dass sie diese Geschenke miteinander teilen sollen. Also tauschen sie ihre süßen Leckereien. Lecker! Herzförmige Desserts haben eine magische Kraft. Sie helfen den Geschwistern, sich zu vertragen. Und alles ist wieder wie vorher. Zeit für eine Kissenschlacht. Mrs. Gonzales könnte mit diesem Ende nicht glücklicher sein. Sie hat den Tag gerettet. Wie fandet ihr unser neues Video? Schreibt uns, was ihr zubereiten werdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.